Hallo und schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks. Und heute auch mal wieder untypisch für mich mit einem Panzer der Stufe 5. Aber irgendwie reizt mich gerade der KV-220-2, den zu zeigen. Und dementsprechend dachte ich mir, na gut, dann zeige ich ihn doch. Und das ist so eine schöne Runde. Da konnte ich eigentlich nicht dran vorbei. Kates Bergpass und er ist hier Top-Tier. Jetzt schauen wir doch mal, zu was es so am Ende reicht mit dem russischen schweren Panzer. Auf jeden Fall muss man sagen, er hat keine Kosten und Mühen gescheut. Den großen Erste-Hilfe-Kasten, die große Ersatzteilkiste und auch das automatische Feuerlöschsystem. Also da hat er alles dabei. Dann ansonsten, was haben wir denn? Schaden 110 mit 99 Durchschlag oder 121 mit Premium. Ihr seht, der Unterschied ist gar nicht dramatisch, also es sind lediglich 22 mehr und dann natürlich noch HE. Verhältnismäßig viel Schuss hat der Panzer dabei. Um die 120 müssten es sein, also von dem her, da ist doch schon was dabei. Und jetzt hier auf den PZT-25. Arti hält schon rein, aber er steht sehr gut. Und ein bisschen da daneben gesammelt. Ich muss jetzt nur aufpassen, weil wenn die AT einmal kommt, dann kommt sie bestimmt auch ein zweites Mal. Hat einen schön schnellen Reload. Aber so ein Churchill ist mit dem Durchschlag nicht so leicht zu durchschlagen. Jetzt hatte ich hier das Glück, dass der Churchill sehr schräg stand und er dementsprechend gut auf die Seite schießen konnte. Kommen konnte, hörte sich jetzt irgendwie in meinem Kopf falsch an. Jetzt kommt er wieder vor. Es hat ihn zwar gekettet, aber kommt dann sonst nicht mehr wirklich gut drauf. Auch das andere Ketten stört den Churchill jetzt wahrscheinlich massiv, aber effektiv eher kommt jetzt hier vom Damage-mäßig her nicht mehr zurecht. 1 zu 4 steht es schon für den Gegner. Oh, da war der Hit. Nochmal irgendwie einer. Der arme Churchill kommt echt nicht mehr weg. Und jetzt ist er zerstört. Da hat die Arti den weggemacht. So, jetzt dreht er um, weil an seinem Spawn schon die Gegner sind. Also die haben da über das Hügel Feld, Hügelgebiet, Hügeltal, irgendwie so, Bergtal. Eigentlich ist es ein Bergtal. Naja, ihr wisst, was ich meine. Da haben sie auf jeden Fall gut rumgedrückt. Und dementsprechend muss er da jetzt natürlich zurück und verteidigen. So, da kann da jetzt leider. Ah, doch, da kommt jetzt der ein bisschen weiter vor. Aber das war nur von kurzer Dauer. Jetzt gefällt er nämlich vor Richtung der Gegner. Aktuell noch 0 Kills. Und der KV hat halt eine sehr gute Panzerung, mit der man wirklich auch was anstellen kann. So, und jetzt sollte er sich mal für einen Gegner entscheiden, auf wen er da schießt. Der OI. Boah, der war knapp drüber. Einfach auf den Turm. Ja, genau. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Jetzt der zweite Kill. Ein Double Kill. 7-12. Sieben, 13, 8, 13, der Triple Kill. Quadra Kill. Und drei vor sich hat er noch. Und man sieht halt einfach, was für ein Monster das ist. Pentakill. So, wie es danach mit den Kills übrigens weitergeht, kann ich euch gar nicht sagen. Ich weiß gar nicht, was der sechste Kill oder keine Ahnung, wie sich das dann
nennt. Jetzt hat er Probleme. Vor sich und hinter sich jeweils ein Gegner. Der Churchill schießt da hinten rein, ohne da Schaden zu machen. Das ist jetzt sein Glück. Ja, Heidewitzke, was macht der Churchill denn da? So, jetzt hat er auf jeden Fall also die Möglichkeit hier. Also, hat der Churchill, der hat doch gar keinen so schlechten Durchschlag. Aber was der da macht? Und dann auch noch von hinten. Ja, also das muss mit dem Kill bestraft werden. Das waren jetzt 11 Hits von dem Churchill hinten aufs Heck. Und er hat den... Also, das habe ich ja noch nie gesehen. 11 Shots. Ne, 10 waren es. Da ist die Birchka noch drin gewesen. Aber vielleicht da über dem A20 auch nochmal. Also, über 10 Shots. Also, was zur Hölle? Wo schießt man dem denn da dann hin? Der hat doch so ein ausladendes Heck. Naja, ihn wird es hier gefreut haben natürlich. Jetzt will er wohl noch ein bisschen warten, bis sein Teammate da auch mit am Start ist. So, jetzt ist er auch mittlerweile eingetroffen und jetzt geht es Richtung gegnerischer Basis. Birchgun war ja schon mal gespottet in dem Spiel, aber das war recht zu Beginn. Die M41, wo die ist, das ist aktuell noch ganz unbekannt. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Artis auf die Idee gekommen sind, zu cappen. So. Jetzt schreibt er, er hat HP, also fahr auch zuerst. Legitime Ansage. Mit einem vollen Churchill 1 neben sich. Jetzt, wenn man da über die Hügel lurt, da kann man natürlich dann da schon auf die ersten Probleme treffen. Theoretisch die 10 Kills sind auch noch möglich. Muss man auch mal erwähnt haben. Da ist die Birchgun. Die hat auch nicht viel HP. So, die konzentriert sich jetzt auf den Churchill. Auto-Aim und weg damit. Und jetzt zuletzt nur noch die M41. Und hier wird es im Chat schon geschrieben und es riecht absolut nach der Pulsmedaille. Hosnov antwortet mit www. Vielleicht will er ins World Wide Web. Aber die Szene mit dem Churchill 1, das war, glaube ich, hier eine der kuriosesten Heckschlachten, die ich jemals hier auf dem Kanal präsentiert habe. Und es sind doch viele hunderte Videos, die ich jetzt mittlerweile gezeigt habe. So. Der Holzer hat sich übrigens hier scheinbar mit seinem Mate abgesprochen. Wir gönnen ihm die Pulsmedaille. Das finde ich sehr schön. Freut mich immer besonders, wenn die Spieler so miteinander agieren und eben nicht gegeneinander. Und da ist er jetzt offen. Dahinter ihm ploppt die AT auf. Schuss 1 sitzt. Schuss 2 sitzt. Und Schuss 3 macht die Pulsmedaille klar. Und er hat 2643 Schaden gemacht, 10 Kills, 1771 XP. Also eine sensationelle Runde. Und ich würde sagen, die mit dem KV-220 2 zu toppen, ist fast unmöglich. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch besonders mit dieser kuriosen Mitte. Dann lasst mir doch einen Daumen und gerne einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.